Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte auch ich zuerst danken. Danken dafür, dass ich heute da sein darf und mit Ihnen zusammen die Wiedereröffnung feiern. Und dann allen danken, die daran beteiligt waren. Wir haben es am Anfang in der Begrüßung gehört. Ich danke Ihnen ausdrücklich. Ich werde nicht nochmal alle wiederholen. Ich danke den Hüterinnen und Hütern dieses Ortes, dass sie ihn bewahren, indem sie ihn verändern. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da kommt und der da ist, Jesus Christus, der Auferstandene. Amen. Hier hat sie womöglich irgendwann gesagt, die Tochter Charlotte, spätere Zarin Alexandra Feodorowna, hier könnte sie der Überlieferung nach gesagt haben, hier fehlt noch etwas zum Wohlklang und Einklang mit des Königs Augenstern der Fauninsel. Hier braucht es noch Glocken, also eine Kirche. Da soll der König Friedrich Wilhelm III. Später vom Schiff aus wohl gesagt haben, als es darum ging, den genauen Bauplatz festzulegen, da könnte er gesagt haben, soll die Kirche stehen, dass sie gut sicht- und hörbar wird, sich zugleich bestens einfügt in die Landschaft und ja, seelische Erbauung gibt. Hier, da. Hör, wie es zusammenkommt, das Sein, die Liebe, ihr Klang. Charlotte hatte den Zarensohn Nikolai geheiratet. Der russisch-preußischen Verbindung bauten Schüler und Schadow einen Zwiebelturm und eine Kirche mit russisch-orthodoxer Anmutung. Hier, da, hör, wie es zusammenkommt im Sein, hier und da, du und ich in Gottes Gnade und Liebe. An diesem Ort lässt es sich ablauschen. Die gute Location, liebe Gemeinde, ist zu allen Zeiten begehrt. Hort unserer Sehnsucht, auch heute fahren Brautpaare viel herum, um eine gute Location zu finden, wo sie ihre Liebe verorten können unter Gottes Segen, dass hier und da zusammenkomme, jetzt und für alle Zeit. Die gute Location. Sie hat wohl Ebenmaß, die Elemente Wasser, Erde, Luft, die Erde steil ansteigen, Feuer dazu, also Licht. Wir haben gehört, die Kirche im Licht und dazu Klang. Alles für den Einklang des Seins, unter dem sich der Himmel auftut, als käme er selbst herab, der Himmel. Ich würde mal so sagen, die Traupaare und alle anderen, die einfach einen Ort suchen, sie haben es in Berlin und Potsdam gut, sie müssen nicht lange suchen. Müssen nicht viel herumfahren, bis sich ein solcher Ort auftut. Voilà, hier ist er schon da. Und endlich nach der Sanierung, die gut getan hat, wir haben es am Anfang gehört, Heizung, Dach, Portal und manches andere und das Beste, etwas salopp gesagt, man sieht nichts, also fast nichts, es fühlt sich nur besser an. Ach, die schönste Kirche. Sagt mancher, na klar, aber Sacro Heiland ist nicht weit, schräg gegenüber geradezu und Potsdam-Nikolai nur ein paar Kilometer und dann Frieden am Park. Ach egal, ein Bau loben, auch im Superlativ, heißt ja nicht die anderen schmälern. Wunderbarer Ort, offener Himmel, seht, hört, da hier. Liebe Gemeinde, wir sind zu spät heute. 13. August war es einst, 1837. Wir legen also ein paar Wochen drauf und sind dann auch wieder zu früh. Irgendwie zu früh, denn es ist der nächste Sonntag, heute in einer Woche, zu dem ein Locus Classicus der Bibel gehört, an dem sich begreifen und ablauschen lässt, was ein heiliger Ort ist. Ich lese ein paar Verse aus der Geschichte, die am nächsten Sonntag dran ist. Erstes Buch Mose, also Genesis, 28. Kapitel.
Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Beth-El, also Haus Gottes. Jakob träumt die Himmelsleiter, wie das Da Gottes und das Hier des Menschen zusammenfindet. Da ist Gottes Haus, die Pforte des Himmels. Liebe Gemeinde, die Geschichte Jakobs führt uns, das muss ich vermutlich heute nur andeuten, führt uns aus Ebenmaß und Elementenharmonie weit heraus. Jakob ist auf der Flucht, hat seinen Bruder betrogen, seinen Vater beschwindelt, kann nur noch das Weite suchen und in der Weite neue Weite erhoffen. Steiniges Leben, ein Stein zum Haupte, mehr nicht. Die Geschichte, dass der Himmel offen steht, beginnt wahrlich nicht zwingend an der guten Location, eher andersherum. Erst und nur der offene Himmel macht den Ort zum Hier Gottes. Und, das lehrt uns Jakobs Geschichte, das kann überall sein. Was uns schon mal vor einer falschen Verehrung der Dinge bewahrt, der Natur etwa, sie rettet ja nicht. Wie auch unsere schönen Bauten nicht retten, nicht als Bauten. 5 Tage nach dem 11. September 2001 habe ich immer wieder in Gedanken nach den Himmelsleitern Gottes gesucht. Das Einstürzen der Türme und das in den Tod fallen der Menschen vor Augen am 16. September 2001, am ersten Sonntag nach 9/11, war die Geschichte von Jakob auf der Flucht, das biblische Wort in unseren Kirchen. 19 Jahre danach fragen wir in dieser Woche am kommenden Freitag wieder nach den Himmelsleitern, nach dem Engelsgeleit, auf das wir hoffen und um das wir bitten an jedem Jahrestag für die Verlorenen und Ermordeten und auch für die Überlebenden, dass sich der Himmel auftut. Auch dann, gerade dann ist Gott da, im Hier und Da des Todes, des Verrats, auf der Flucht. Gott weicht nicht von da. Er bleibt hier. Liebe Gemeinde, Menschen geben sich das Ja-Wort in dieser Kirche hier liebend gerne, weil sie vertrauen, weil sie glauben, dass Liebe stärker ist als der Tod. Stärker als aller Verrat am Leben. Vertrauen ist stärker. Deswegen kommen Menschen in die Kirche, in diese Kirche, weil sie hier Hoffnung schöpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes schöpfen. Und weil das so erfahren wird, weil wir nicht einen Ort verehren, weil wir Gott nicht fixieren auf einen Ort, deshalb spricht nichts gegen. Deshalb spricht alles für eine gute, ach was, für die beste Location beim Standort einer Kirche. Da also, könnte der König gesagt haben, da also und hier, dürfte die Königstochter gesagt haben, hier fehlt was an Klang,
an Tönen von Gottes Liebe über die Landschaft, die Faun, die Insel des Königs Augenstern, da und hier, zusammen eine Pforte des Himmels, möchte man mit Jakob sagen. Aber, liebe Gemeinde, bevor Sie jetzt dachten, jetzt könnte es mit Amen enden, ist noch nicht, ein Moment noch. Wo hier und da so zusammenklingen, da sind wir dran. Der Moment, an dem Gott uns begegnet wie Jakob, ist auch der, an dem wir dann dran sind. Dran mit die Liebe zu denen tragen, die fallen, die das Vertrauen verloren haben, womöglich auf der Flucht. Ist ja klar, die schönste Kirche ist kein Selbstzweck. Auch das erzählt St. Peter und Paul. Der Bronzeglockenklang ging lange nicht nur über die Insel, er ging auch über die Mauer. Dazu die Töne des gesprengten Potsdamer Garnisonkirchenturms wurden irgendwann hier gespielt, als Glockenspiel. Damit jetzt keiner auf die Idee kommt, das wäre dann wohl militaristisch-revanchistischer Pomp, die Töne waren oder sind noch, ich weiß es nicht, üb immer Treu und Redlichkeit. Für die Textunsicheren wie mich sei erinnert, die erste Strophe lautet dann ganz, üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Gottes Wege, das verträgt sich nun wahrlich nicht mit falschen Fahnen und ewig gestrigen Auftritten. Das verträgt sich nicht mit Kriegsgeheul und Hassfratzen. Da wünschte ich, die Glocken von hier würden auch bis hinüber zum Reichstag reichen. Dafür sind Kirchenglockenspiele ja auch da. Zum Klingen bringen, was an Evangelium dran ist. Als ich im Vorfeld mit Bruder Krug sprach und fragte, warum ihr denn die Kirche am sogenannten Diakoniesonntag, der ja heute ist, wieder einweiht, da sprachen wir über die Glocken, den Ursprung dieser Kirche, das, was in den Ohren der Tochter Charlotte eben noch fehlte. Und so ist der Ort und das Heute des Tages doch sehr klar. Die Ansage der Glocken, das Vertrauen und die Liebe, dass wir dran sind und dass das dran ist. Das ist Diakonie an den Ohren der Gesellschaft. Glocken, Diakonie von diesem Ort. Hört ihr's? Ich bin da, sagt Gott, auf allen deinen Wegen. Du bist bei mir dran, im Einklang. Was für eine Location dafür. Himmelsleiter, da hier. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.